Mein Name ist Sascha Hirke. Ich war Einsatzleiter auf dem Rettungsschiff Juventa, eigentlich ziemlich von der ersten bis zur letzten Mission dabei. Ich werde ganz kurz ein paar Eckdaten nochmal euch geben für die Geschichte der Juventa. Und dann werden Gabriel, Schatzkicken und Zoe nochmal aus dem Einsatzleben da nochmal erzählen und dann natürlich unsere Anweisung. Also, die Juventa am 25.07.2016 zu ihrer ersten Mission aufgebrochen, finanziert und initiiert von dem Verein Jugend rettet, einer Initiative von jungen Menschen hier aus Berlin, die geschafft haben, in ziemlich kurzer Zeit und mit der Hilfe von 2000 Spenderinnen und Spendern dieses Schiff zu kaufen, umzubauen und in die Mission zu schicken. Insgesamt waren wir ungefähr 200 Aktivistinnen und Helferinnen auf dem Schiff selbst und um das ganze Projekt drumherum, könnte man sagen, 300, 350 Menschen haben sich aktiv an diesem Projekt beteiligt. Am 25. Juni 2016, erste Mission. Wir sind gestartet mit der Idee, dieses Schiff dorthin zu fahren, wo die Leute in Seenot geraten. Und wir haben eine proaktive Suche und Rettung durchgeführt, um die Leute dort zu finden und abzusichern, wenn denn nötig, medizinisch zu versorgen und die sichere Überfahrt in einen sicheren Hafen, was für uns immer nur Europa sein konnte, garantiert. Von der ersten Mission an bis zur letzten standen wir unter der Koordination des MRCCs, der Seenotleitstelle in Rom. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet mit den Kolleginnen und Kollegen der Marineeinheiten vor Ort und der italienischen Küstenwache. Es gab eigentlich keine Rettung, die nicht im Wissen und nicht autorisiert war von der Seenotleitstelle in Rom. Nach 16 Missionen hatten wir mehr als 14.000 Menschen das Leben gerettet. Und dann am 2. August 2017 erfolgte die Beschlagnahme des Schiffs im Hafen von Lampedusa. Nach dieser Beschlagnahme haben wir erstmal sehr viel Zeit dafür aufgewendet, um dagegen vorzugehen, juristisch wie auch politisch und medial. Und wir haben mit dem Institut, den Forensic Architektern, einer Universitätsgruppe der Goldsmiths University in London zusammengearbeitet, haben denen all diese verfügbaren Daten zur Verfügung gestellt, um die Vorwürfe, die zur Beschlagnahmung des Schiffs geführt haben, aufzuarbeiten. Daraus ist entstanden ein 30-minütiger Film, den ich allen sehr ans Herz lege. Und wir zeigen jetzt ganz kurz mal 2 Minuten aus diesem Film, um einen Eindruck zu gewinnen, wie die Leute gearbeitet haben. Juventa Rescue and Lily assist this operation by pushing target vessel B against the side of the Juventa. Ganz kurz vielleicht nochmal, damit habe ich ganz vergessen, also die Vorwürfe, die zur Beschlagnahmung geführt haben, waren der illegale Besitz von Waffen, die Zusammenarbeit mit dem organisierten Verbrechen und die Beihilfe zur illegalen Einwanderung. Diese Vorwürfe fußen auf Augenzeugenberichten von Leuten, die auf anderen Schiffen als Sicherheitsarbeiter mitgefahren sind und dort Berichte über uns verfasst haben. Und dann durch diese Augenzeugenberichte wurde eine immense Ermittlungsarbeit gegen uns angestoßen. Verdeckte Ermittler wurden eingesetzt, unsere Brücke wurde verwanzt, Telefone wurden abgehört, um in den folgenden Monaten Beweise gegen uns zu sammeln und für die Beweise für diese Aussagen, die zu der Ermittlung geführt haben. Unter anderem war eine Beschuldigung, dass wir in dem Fall, den wir hier gleich sehen werden, die Rettung, ein Holzboot abgeborgen haben, die Menschen auf unser Schiff aufgenommen haben und dieses Holzboot nicht zerstört haben, sondern an libysche Schmuggler zurückgegeben haben sollen. Und die Aufarbeitung dieser Vorwürfe sehen wir jetzt hier in 2 Minuten. In the distance, target vessel C can be spotted empty, its passengers having been already transferred onto the Vos Hestia. A few minutes later, the Lily is seen leaving the scene in the direction of target vessel C. Target vessel C
is the boat identified by the KK marking, which, according to Italian authorities, had been towed by the Lily towards Libyan territorial waters. We obtained a short clip of a video shot by a Reuters journalist, which seems to be the source of the still image mobilized against the crew of the Juventa. The clip was shot around 7:34, 14 minutes after the Lily was seen leaving the disembarkation scene. By analyzing wind direction recorded in meteorological data, we attempt to establish the camera's orientation and thus the direction of travel of the Lily. We first simulate the motion of the camera to remove the effect of a panning frame on the apparent movement of waves. Using a technique known as motion tracking, we can detect a diagonal left-to-right motion on the waves, suggesting that the Lily was towing perpendicularly to the direction of the wind. We simulate the wave movement and direction and orientate the whole scene such that north is at the top. Wind data from 8 in the morning on the 18th of June shows that the waves were traveling east to west in our area of interest. This analysis therefore suggests that what we see in the image used in the Italian order of seizure is in fact the Lily towing target vessel C in a northerly direction, that is, away from the Libyan coast, not towards it, as claimed by the Italian prosecutor. Further crucial evidence allowing us to corroborate this. Das ist eine sehr kurze Sequenz aus diesem 30-Minuten-Film. Und denn unsere Schwierigkeit beruht auch darauf, dass die meisten unserer Daten mit dem Schiff beschlagnahmt wurden. Also alle nautischen Daten, viele Logbücher, das Original-Logbuch, der Mailverkehr. Und wir arbeiten daran, all diese Dinge zu rekonstruieren. Und die Forensik-Architekte haben mit unserem Material, was wir haben, aber auch mit anderen, mit Material von anderen Journalisten, die zu diesem Zeitpunkt vor Ort waren, diese Rekonstruktion der Fälle gemacht. Und am Ende des Fazits ist, keine der aufgestellten Behauptungen ist zu beweisen. Nicht an dem Material, was die Polizei vorlegt und nicht an dem Material, was durch uns eingebracht wurde. Genau. So jetzt, ein Jahr nach der Beschlagnahmung, erreichten uns dann die Bekanntgabe der Ermittlungsverfahren gegen 10 von uns. Und da wird dann nochmal weiter darauf eingehen, es gibt da einige Besonderheiten drin. Und ja, nun erhalten wir den Paul-Grüninger-Preis dieses Jahr und das ist für uns auf der einen Seite wirklich eine substanzielle Hilfe bei den immensen Kosten, die wir haben durch dieses Verfahren. Denn 50.000 Schweizer Franken ist wirklich eine sehr große Summe für uns. Aber auf der anderen Seite ist es ein politisches Zeichen, ein Zeichen der Solidarität mit uns und eine Unterstützung, die wirklich darüber hinausgeht über die Finanzierung. Als wir davon erfahren haben, dass wir diesen Preis gewinnen, dachten wir schon, es gibt so viele Menschen um uns herum, so viele andere Aktivisten, so viele andere normale Menschen, die in ihrem täglichen Leben sich solidarisch zeigen mit Menschen auf der Flucht und dafür kriminalisiert werden. Und wir wollen einen Teil dieses Preisgelds dafür nutzen, um diese Menschen mitzuzeigen, um diese Menschen zu treffen, um ihre Geschichten zu erfahren, um möglicherweise ein Netz der Unterstützung für diese kriminalisierten Helferinnen und Helfer zu schaffen. Und ein Schritt dafür ist, dass wir zu dem Paul-Grüninger-Preis viele eingeladen haben. Also die Stand Set 15 ist vielleicht einigen ein Begriff, eine Gruppe von Engländerinnen und Engländern, die in Stand Set auf dem Flughafen sich an ein Flugzeug gekettet haben, um eine Abschiebung zu verhindern. Andere Leute in Frankreich, die Briançon 7, Leute, die an der französisch-italienischen Grenze in den Alpen sich dafür einsetzen, dass dort Menschen nicht sterben müssen, weil sie versuchen, von Italien nach Frankreich zu gelangen. Dann andere, eine Freundin aus Belgien, die dafür angeklagt und schon verurteilt wurde, dass sie einen Minderjährigen bei sich zu Hause aufgenommen hatte und ihm Schutz geboten hat für eine Nacht. Und diese Liste ist
wirklich sehr, sehr lang. Es gibt vom Institut for Race Relations eine Statistik, 99 Fälle im letzten Jahr, formale strafrechtliche Verfolgung von Leuten, die Tee ausgeteilt haben, die Leute mit dem Auto mitgenommen haben, die sanitäre Anlagen gebaut haben, die medizinische Erste Hilfe geleistet haben. Und diese Art von Kriminalisierung, diese Art von politischer, auch politisch motivierten Angriff auf solidarische Strukturen, die wollen wir aufzeigen und dagegen ein Zeichen setzen. Ich denke, das ist erstmal so von meiner Seite der Debat. Ich stehe immer für Fragen zur Verfügung und würde jetzt weitergeben an Darius. Ja, auch nochmal herzlich willkommen von mir. Ich bin Darius, ich bin aus Hamburg, 40 Jahre, ich bin Windschiffer. Seit 20 Jahren führe ich gewerblich Schiffe. Seit 2016 war ich insgesamt 5-mal auf dem Mittelmeer zu verschiedenen Missionen, 3-mal davon auf die Juventa, was der Grund ist, weswegen ich jetzt hier sitze, weil ich eben einer der 10 bin, gegen die ermittelt wird. Und ich möchte ein Beispiel nennen, wo ich selber bei war, was für mich besonders deutlich zeigt, wie weit europäische Regierungen gehen, um Solidarität zu kriminalisieren. Das MRCC, das Maritime Rescue Coordination Center in Rom, das ist die Rettungsleitstelle, die zuständig ist für das Gebiet vor der libyschen Küste, weil es gibt ja keine libysche Regierung mehr seit ein paar Jahren. Das ist halt eben die Leitstelle, mit der Jugend rettet und alle anderen NGOs, die im zentralen Mittelmeer unterwegs sind, eng zusammengearbeitet hat. Es wurde ganz klar vorher, jedes Schiff, was runterfährt, kommuniziert vorher, was es kann, wie viele Leute es an Bord nehmen kann, wie lange es diese Leute sicher versorgen kann, wie weit es mit den Leuten fahren kann und sowas. Anfang Mai, also 10 Monate war die Juventa schon im Einsatz. Anfang Mai war es so, ich war selbst an Bord, wir hatten morgens 2 kleine Holzboote gesichtet und haben die Leute an Bord genommen. Wir sind dann zu einem Rendezvous-Point gefahren mit einem anderen NGO-Schiff, was unsere Gäste, also die Menschen, die wir an Bord hatten, nach Italien bringen sollte. Also wir wollten die rüber shutteln zu diesem anderen NGO-Schiff. Während des Shuttles kam auf einmal eine Meldung von der Rettungsleitstelle aus Rom, die uns gesagt haben, wir sollen bitte 5 der Geretteten selber nach Lampedusa bringen, was für uns sehr verwirrend war, weil die Juventa musste bis dahin noch nie nach Italien fahren. Es war völlig klar kommuniziert, dass wir für so eine weite Strecke, wir brauchen 1,5 Tage von dem Rettungsgebiet bis nach Rom, bis nach Lampedusa, dass wir über so einen langen Zeitraum nicht gut Leute versorgen können. Es gab keine Möglichkeit, die Leute nach drinnen zu nehmen. Es gab nur eine Toilette für die Gäste. Trotzdem, dieses MRCC ist weisungsbefugt und jeder Kapitän und jede Kapitänin, die unterwegs ist auf dem Meer, die macht, was das MRCC ihnen sagt. Die vertraut diesem MRCC, das ist ein Verbund, ein internationaler Verbund von Behörden und Vereinen, die dafür sorgen, dass eben jedem Menschen, der in Seenot ist, auf internationalen Gewässern gerettet wird und dass ihm geholfen wird. Wir haben diese 5 Menschen dann nach Lampedusa gebracht, obwohl andere NGO-Schiffe beim MRCC angerufen haben und gesagt haben, wir haben hier Notfälle, wir haben hier Boote in Sicht, wir brauchen Hilfe, könnt ihr bitte die Juventa hier lassen? Hat das MRCC darauf bestanden, dass wir nach Lampedusa fahren, was wir halt eben auch dann gemacht haben. Wir waren insgesamt 3 Tage aus dem Rettungsgebiet weg dadurch, weil wir eben 1,5 Tage nach Lampedusa, die 5 Leute von Bord, wieder 1,5 Tage zurück. In diesen 3 Tagen waren 21 Boote in Seenot, davon sind 5 spurlos verschwunden. Das sind knapp 1000 Menschen, die verschwunden sind und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ertrunken sind in den 3 Tagen. Wir waren fassungslos, ich bin es immer noch, aber wir waren damals, wir konnten es nicht verstehen, warum das MRCC darauf bestanden hat, dass wir nach Lampedusa fahren. 3 Monate später wurde die Juventa beschlagnahmt, dadurch hatten wir Akteneinsicht und wissen inzwischen, warum wir weg mussten, nämlich aus dem ganz einfachen Grund, dieser Aufenthalt in Lampedusa wurde genutzt, um die Brücke der Juventa zu verwanzen. Und das bedeutet, dass die Behörde, der alle Seefahrer vertrauen, hat ein Rettungsschiff aus dem laufenden Einsatz abgezogen, hat den Tod von 1000 Menschen in Kauf genommen, nur damit eine andere italienische Behörde gegen uns besser ermitteln kann, eben um eine Wanze an Bord zu bringen. Was mich immer noch unglaublich fassungslos macht, das zeigt halt, wie weit europäische Regierungen gehen im Kampf gegen die Solidarität. Inzwischen gibt es ein MRCC Tripoli, es gibt ein libysches MRCC. Ich möchte gar nicht über die Qualität der Rettung, die sie durchführen, reden. Also die haben teilweise einzelne Menschen auf einem Schiff gelassen und sind wieder weggefahren, nachdem sie sozusagen 100 Leute von Bord genommen haben. Von so einem Schlauchboot haben sie eine Person draufgelassen mit 3 Leichen zusammen. Auch wird da Sicherheit nicht sehr groß geschrieben. Dieses MRCC Tripoli wurde ausgestattet von europäischen Regierungen. Die haben 12 Schiffe zur Verfügung gestellt bekommen von verschiedenen europäischen Regierungen für Such- und Rettungseinsätze.
Jetzt gerade haben Sie gemeldet, Sie können keine Such- und Rettungseinsätze mehr fahren, weil der Bürgerkrieg ist jetzt wichtiger und Sie benutzen jetzt diese 12 Schiffe, die Sie von Europa bekommen haben, um eben Ihre Vormachtstellung in diesem Bürgerkrieg zu sichern. Auch das ist Teil der europäischen Außenpolitik. Ja, das war mein Teil aus der nautischen Sicht. Und damit gehen wir schon weiter zurück. Ja, ich bin Zoe, ich bin 22 Jahre alt und ich bin Bootsbauerin. Und ich habe also eine Lehre zur Bootsbauerin gemacht, zu der Zeit, wo ich auf der Juventa war. Habe dann meinen Jahresurlaub genommen, bin dann eben auf die Juventa gekommen und bin das Motorboot gefahren, das ganz kleine, was man jetzt gerade auch gesehen hat, eben dieses Boot, was das Holzboot mit der Aufschrift KK zieht. Das habe ich eben gefahren, das sieht man auch da in dem Video. Und genau, wie ich dazu kam, war eigentlich, weil ich in einer Seglerfamilie aufgewachsen bin, selber immer viel am Segeln war und ich war selber auch mal in Seenot, auch auf dem Mittelmeer. Und dann habe ich halt die ganzen Bilder gesehen, dass da eben auch ganz viele Menschen sterben auf dem Mittelmeer und denen halt eben nicht geholfen wird. Mir wurde direkt geholfen, da kam direkt ein Schiff, was uns eben aufgenommen hat. Und es hat mich so betroffen gemacht und ich wusste eben, dass ich halt die Fähigkeit habe, Motorboot zu fahren, weil ich das eben gelernt habe. Und so kam ich dann auf die Juventa. Ja. Danke. Ich bin der Anwalt, falls man das aus am Amtszug nicht erkennt. Nicola Canestrini aus Italien, Strafrechtler seit fast 20 Jahren. Wie komme ich zu dem Fall? Interessanterweise, ich komme aus den Dolomiten, ich bin gebürtiger Südtiroler. Wie kam es damals dazu? Ich bin im internationalen Strafrecht tätig und eine Anwaltskollegin aus Portugal hat mir gesagt, sie hätte einen Mandanten, der stünde in Italien unter Ermittlungen. Ich habe mir das schicken lassen und daraus haben sich dann die Mandate ergeben. Ich verteidige die Crew seit August vom Vorjahr und wir kennen uns mittlerweile schon ziemlich gut und haben eine ziemlich intensive Zusammenarbeit. Worum geht es hier? Wie ihr wisst, die italienische Staatsanwaltschaft ist Trapani, Sizilien, deshalb zuständig, weil Trapani die Anlaufstelle, also der Hafen, ist im ersten Fall, wo die Staatsanwaltschaft behauptet, dass die Migranten aus der Rettung Juventa nach Italien gekommen sind, deshalb Trapani und nicht ein anderer Hafen. Ja? Also das war einfach der erste Hafen, an dem diese geretteten Leute zugeführt wurden. Wieso kommt es überhaupt zu diesem Fall? Und warum ist dieser Fall so wichtig in Italien und ich glaube auch in Europa? Weil in diesem Falle kommt irgendwann mal eine E-Mail an den italienischen Sicherheitsdienst, also an den italienischen Geheimdienst, von einem Security Contractor. Der ist auf einem anderen Schiff, also die Jugend rettet, hat er das eigene Schiff. Ja. Andere NGOs haben ein Schiff gemietet und die Eigentümer der Boote wollten natürlich auch Sicherheit, dass die Sicherheit an Bord garantiert war und haben Leute angestellt. Darunter auch Security Contractors. Einer dieser Security Contractor hat den italienischen Sicherheitsdienst angemeldet. Ich habe die E-Mail-Adresse von dem Geheimdienst nicht, aber er wusste wahrscheinlich, warum er diese hatte. Und hat gesagt, er könnte bezeugen, dass hier eine Verbindung bestünde zwischen der Juventa Crew und den Menschenhändlern. Gleichzeitig hat er auch Herrn Matteo Salvini, damals nur Führer der rechtsradikalen und xenophoben Partei Lega Nord, damals hieß sie noch Lega Nord, heute heißt es nur mehr Lega, hat er den Salvini angemeldet und den Herrn Luigi Di Maio, damals Vizepräsident des italienischen Parlaments und politischer Chef der Partei 5 Sterne, und hat ihnen gesagt, er hätte hier einen Fall, der endlich beweisen kann, dass die NGOs nicht aus Solidarität handeln, sondern irgendein Interesse an dem Fall hätten. Es kam dann dazu, zu diesem sehr gebrauchten
zu dieser sehr gebrauchten Redeart Taxi del Mare, Wassertaxis. In diesem Fall spricht man zum ersten Mal Wassertaxis. Die Delegitimation ist natürlich eindeutig, ja, die machen das nicht, weil sie helfen wollen, sondern Taxi, hin und her fahren, im Hintergrund steht Bezahlung, Geld. Da in Italien, in den italienischen Medien wird auch immer wieder gesagt, die Juventus hätte Geld bekommen für ihren Einsatz, das wäre nicht Solidarität, das wäre nicht nur aus Solidarität passiert und da spricht man von 10.000 Euro pro Monat. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, dass ihr da 10.000 pro Monat gekriegt habt. Die Staatsanwaltschaft in Trapani ordnet dann Telefonanhörungen an, und zwar werden die Handys von diesen Security-Contractors abgehört. Die sagen auch unter sich, dass sie da nicht einverstanden sind, was da die NGOs machen, dass das keine Rettung wäre, sondern eine Übergabe, und das ist der strittige Punkt. Die Staatsanwaltschaft in Trapani und der Untersuchungsrichter in Trapani sagen in den einzigen Unterlagen, die uns bis jetzt zur Verfügung stehen, und zwar wäre das hier, der Antrag auf die Beschlagnahme und die Anordnung auf Beschlagnahme des Schiffes, die sagen, es geht hier nicht so sehr um Solidarität, es geht hier nicht um zufällige Rettung, sondern das war eine programmierte Übergabe. Und Rettung und Übergabe, das ist natürlich sehr schwer zu definieren, ja. Übergabe, das so glaubt die Staatsanwaltschaft argumentieren zu können, heißt, Juventa wäre das letzte Glied in der Kette des Menschenhandels. Die starten irgendwo aus dem Zentralafrika, werden von kriminellen Organisationen und kriminellen Leuten nach Libyen gefahren, wo sie von kriminellen Organisationen und kriminellen Leuten gefangen gehalten werden. Und die Juventa ist dann das Glied der Kette, von dem sie vom Mittelmeer nach Italien dann gebracht werden. Ja. Und die Security Contractors, dieser Fall ist natürlich sehr interessant für die Staatsanwaltschaft, weil endlich haben sie was, was sie in keinem anderen Fall hatten. Und zwar Zeugen. Direkte Zeugen. Weil es ist ihnen nicht eingefallen, vielleicht die Geretteten zu fragen. Nie. Weil die könnten, das wird in der Strategie der Verteidigung natürlich ein sehr großer, sehr wichtiger Punkt sein. Fragen wir mal die geretteten Leute. Haben die was bemerkt? Haben die gesehen, wie einer von diesen dreien Geld bekommen hat, sich verabredet hat mit den Schmugglern? Waren die Schmuggler überhaupt an den Booten? Wie kann man beweisen, dass die Leute, die in diesen Rettungsbooten drin waren, dass sie Selbstschmuggler waren? Ist das nicht so, dass die Schmuggler genau wissen, dass wenn sie dieses Boot fahren, dass sie dann verhaftet werden können? Waren diese Leute in den Booten selbst nicht, die dieses Boot gesteuert haben, selbst nicht Flüchtlinge, ja, die vielleicht um bessere Konditionen zu bekommen, gesagt haben, okay, wir fahren das Boot die letzten Meilen, okay? Jedenfalls, diese Zeugen wurden nie befragt, aber sie hatten diese zwei Security Contractors von einem anderen NGO-Schiff, die wurden angehört, haben ihre Zeugenaussage, sagen wir, zu Blatt gebracht. Anstelle von einem von diesen zwei wurden dann ein Polizist eingeschleust, als angeblicher Security Contractor von der italienischen Staatspolizei. Der wurde, der nahm den Platz ein von einem von diesen zwei und hat versucht, das durch Fotos und Filme, das Beweismaterial weiter zu liefern. Es kam dann zu der Verwanzung. Ich könnte mir vorstellen, Verwanzung ist normalerweise, das geht über Handys, das geht über, sagen wir, über Wireless. Im Fall der Juventa ging das nicht, weil natürlich ist ja kein Netz auf dem Mittelmeer und deshalb mussten wirklich die Wanzen physisch an Bord gebracht werden und die mussten dann physisch wieder abgeholt werden. Also es gab nicht nur das Mal, wo sie verwanzt wurden, jedes Mal, wo sie dann nach Italien gerufen wurden, wurde ihnen auch dieses Abhörgerät wieder von Bord weggenommen. Sie wurden, sagen wir, durch eine neue Ausrede zur Polizei beordert, um dort Informationen abzugeben. Und
diese Abhörgeräte wurden dann ausgetauscht und die werden immer noch ausgewertet. Wir haben dann noch keine Einsicht, wir wissen noch nicht, welches Beweismaterial der italienischen Staatsanwaltschaft zur Verfügung steht. Das, weil noch Ermittlungsgeheimnis besteht. Wenn mal die Ermittlungen abgeschlossen sind, dann werden diese vorläufigen Vorwürfe und diese vorläufigen Angeklagten müssen dann besser definiert werden, weil natürlich, falls es zur Anklageerhebung, also zum Prozess kommt, hat die Verteidigung natürlich Einsicht in die Akten und in die Beweismittel. Und das wird kostenspielig, weil die zahlt man sich in Italien selbst. Also wenn ich die Kopie haben will von den Unterlagen, muss ich mir die bezahlen. Wenn ich Kopie von den DVDs haben will, wo zum Beispiel die Radio-Mitteilungen oder die Filme und so weiter gespeichert sind, muss ich die bezahlen. Für die DVD, das kostet 320 Euro. Und ich könnte euch vorstellen, wenn es da hunderte von DVDs gibt, das geht dann ganz schön ins Geld. Ja. Und im Moment laufen noch technische Ermittlungen. Also damals, wie das Schiff beschlagnahmt wurde, wurden auch von Crewmembern Handys und Computers beschlagnahmt. Das ist jetzt 1,5 Jahre her, aber es hat leider sehr lange gedauert, bis sich jemand das überlegt hat. Es wäre jetzt Zeit, sich diese technischen Geräte unter die Lupe zu nehmen. Das läuft mit etwas Schwierigkeit. Was wir damals gemacht haben, wir sind bereit, den Ermittlern bzw. dem Gutachter des Richters unsere Kennwörter und die PINs und die sagen wir Zugang zu schaffen zu den Handys zum Beispiel. Ja. In diesem Sinne kooperieren die Angeklagten total, damit endlich einmal Klarheit geschafft werden wird, was da genau gemacht wurde. Anklage ist, es gäbe WhatsApp-Gruppen zwischen Crewmembern und Schmugglern. Und wenn die glauben, sie können in unseren Handys diese Beweise finden, dann irren sie sich, aber das müssen sie irgendwie selbst natürlich. Sie verlassen sich nicht darauf, was wir ihnen erzählen, aber sie können sich das gerne anschauen. Das Einzige, was wir gefragt haben, ich als Anwalt wollte nicht, dass diese Ermittlungen von der italienischen Staatspolizei durchgeführt werden, sondern wir haben beantragt, dass das von einem unabhängigen Gutachter durchgeführt wird, der dem Untersuchungsrichter sein Gutachten übergibt und nicht der Staatsanwaltschaft. Das nicht, weil ich weiß, dass die Staatsanwaltschaft irgendwie Interesse hätte, Beweise zu fälschen, sondern ich glaube, so genau in so einem Fall ist es wichtig, dass die Staatsanwaltschaft nicht nur unabhängig ist, sondern auch unabhängig dasteht. Wir wollten ganz sicherstellen, dass diese Auswertung wirklich standfest ist. Ja. Und deshalb haben wir damals im September beantragt, man solle das nicht der Postpolizei überlassen, die ja die technischen Kompetenzen hat für solche Ermittlungen, sondern dass das einem Gutachter übergeben wird. Das hat sich leider etwas hinausgezogen. Es gab dann mehrere Vertagungen, so wie das in Italien oft der Fall ist, der Verhandlung gegeben. Der nächste Termin steht für den 21. Mai. Am 21. Mai sollen endlich diese zwei Gutachter der Universität ihren Eid ablegen und sie werden sich dann einen Zeitraum nehmen, wir gehen davon aus 2 bis 3 Monate, um dann das Material forensisch zu sichern. Das Problem ist dann, wie sind wir sicher, dass nicht die Fotos von ihrem Geburtstag in die Ermittlungsakten reinkommen? Ja, wie wird das dann ausgefiltert? Welche relevanten WhatsApp-Gruppen werden da mitgeschrieben? Ihr wisst, die Europäische Menschenrechtskonvention schützt auch das private Leben. Und ich glaube, jeder Angeklagte hat das Recht, dass auch seine Privatsphäre, die ja für die Ermittlung nicht interessant ist, dass die geschützt wird. Das wird wahrscheinlich etwas kompliziert werden, weil ich kann mir vorstellen, die Staatsanwaltschaft möchte alles drin haben. Wir gehen da auch davon aus, dass es ein bisschen Debatte geben wird, was kommt rein, was kommt nicht rein. Ich hoffe, dass bis jetzt 2019
Ich habe den Mandanten versprochen, bis Ende 2019 wissen wir, wer dann zum Prozess, ob es zum Prozess kommt, gegen wen Anklage erhoben wird und für welche Straftaten konkret. Ich hoffe, ich kann dieses Versprechen halten, aber bin mir nicht mehr ganz so sicher. Muss ich auch dazu sagen. Kannst du noch einmal sagen, warum der Fall für Europa wichtig ist? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Auf welcher Seite wollen wir stehen? Wenn wir heute, es wurde vom Paul-Grüninger-Preis gesprochen. Wie schauen wir uns heute die Grenzpolizisten in der Schweiz an, die die Juden zurückgeschickt haben? Was sagen wir heute davon? Gibt es da eine Gerechtfertigung? Sagen wir, ja, die haben einfach nur Befehle befolgt. Oder sagen wir heute, wir sollten uns alle dafür schämen, was damals passiert ist. Ja. Und ich glaube, nicht nur im Juenta-Fall, aber der Juenta-Fall insbesondere, weil es ja wahrscheinlich der Fall ist, in dem zum ersten Mal die NGO nicht nur unter Anklage steht, aber auch wirklich zum Prozess kommt. Dieser Fall, da wird dann zeigen, auf welcher Seite wir stehen. Also wir wissen, auf welcher Seite wir stehen wollen. Und wir wissen auch, wer angeklagt ist in diesem Prozess. Das sind nicht die Juventus-Teile. Das ist die italienische Migrationspolitik, das ist die europäische Migrationspolitik. Weil ihr wisst, dass so mit politischen Prozessen, und jeder Prozess ist politisch, wenn es um Grundrechte geht. Ja? Verteidigung und Grundrechte ist immer Politik. Und wenn es um politische Prozesse geht, dann ist das einfach so, dass die Angeklagten leicht Kläger werden. Und dass diejenigen, die anklagen, auf der Anklagebank stehen müssen und sich rechtfertigen müssen. Weil hier die Anklage ist, wir hätten Migration nach Europa genehmigt, ohne die italienische und europäische Gesetzgebung zu respektieren. Ja? Weil wenn gesagt wird, diese Flüchtlinge wären nur in sehr niedrigem Ausmaß, hätten nur in sehr geringem Ausmaß Recht auf Asyl, es wären ja nur sogenannte ökonomische Migranten. Ja? Das heißt, sie hätten gar nicht das Recht, nach Europa, nach Italien und nach Europa zu kommen. Dann wird hier gesagt, ihr habt die nach Europa gebracht, ohne dass die Gesetze befolgt worden sind. Aber ich sage, und was ist mit ihrem Recht auf Leben? Was ist mit ihren Menschenrechten? Sollte das nicht auch bewertet werden? Und ich glaube, dieser Prozess wird das dann zeigen. Wie viel sind Rechte gegen ökonomische Begründungen, wie viel gelten die da? Wie viel ist das Menschenrecht? Auf welcher Seite steht dann die europäische und italienische Gesellschaft? Die öffentliche Meinung in Italien ist im Moment komplett von dieser Narrative überflutet und überfüllt, wonach es nicht um Solidarität ging, sondern um Geld. Wonach es nicht Schuld der italienischen Regierung ist, wenn Hunderte oder Tausende von Leuten im Mittelmeer absaufen, sondern das ist irgendwie ihre Schuld. Wären sie nicht losgefahren? Wären sie nicht gestorben? Das kommt immer wieder, das ist jeden Tag und nicht nur auf Facebook, sondern in wichtigen italienischen Zeitungen. Das wird dieser Rechtfertigungsgrund, der wird wirklich abgedruckt. Also sowas zu denken, dafür sollte man sich schämen. Aber das ist wirklich die Rechtfertigung und das zeigt uns auch, dass wenn man einen einfachen Satz lange genug wiederholt, dann wird das einfach eine Wahrheit. Und in Italien ist das leider so, öffentliche Meinung ist uns im Moment komplett dagegen. Ich gehe davon aus, durch das Urteil wird sich da was ändern und ich hoffe, die Leute überlegen sich, dass wir der Juventus dankbar sein müssten. Dafür, dass sie gesagt haben, okay, ich mache da selbst was, ja. Ich habe ein paar von diesen Geschichten gehört. Ich weiß nicht, ob das die öffentliche Meinung in Italien sagen wird. Ich sage es Ihnen auf jeden Fall, vielen Dank, was Sie gemacht haben. Es ist mir wirklich eine Ehre, euch da verteidigen zu dürfen. Andrea Dernbach vom Tagesspiegel.
Frage an Herrn Canestrini, wo ich ganz kurz, ist diese lange Dauer des Verfahrens einfach der normalen Langsamkeit der italienischen Justiz geschuldet? Oder steckt da aus Ihrer Sicht eine Absicht dahinter, das kennen wir ja auch aus Deutschland, dass man einen Prozess einfach lange in der Schwebe hält, der politisch bedeutsam ist und ja, wo schon die Zeit eine Art der Verurteilung mit sich bringt? Nein, ist ganz normal. Ja. Bei uns dauern Prozesse jahrelang, es wird nicht Ermittlungen jahrelang. Es mag auch komplett unvorstellbar klingen, dass es eineinhalb Jahre lang gebraucht, um die Telefone auszuwerten. Das wäre irgendwie der Anfangspunkt in der Ermittlung gewesen und nicht irgendwie, wir warten ja nur mal auf das, damit bis die Ermittlungen abgeschlossen sind. Aber da kann ich jetzt nicht ableiten, dass irgendwer darauf spekulieren würde. Also die Politik spekuliert auf jeden Fall mit der Story, ja. Aber italienische Justiz ist unabhängig. Staatsanwaltschaft unterliegt nicht der italienischen Regierung, dem Wille der Regierung, hat überhaupt nichts zu tun. Ihre Unabhängigkeit ist in der Verfassung verankert. Und die italienische Verfassung sieht das noch vor. Also ich weiß nicht, was Sie da jetzt machen wollen in Italien. Ich hätte mir, wenn Sie mich vor einem Jahr gefragt hätten, ob das möglich sein würde, dass wir die Leute ertrinken lassen, hätte ich Ihnen gesagt, nein, das geht nie. Also ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht im gleichen Maße. Aber ich sehe hier keine Besonderheit. Ja, ich hoffe nur, die machen da irgendwann mal weiter. Philippi vom BBD, ich würde gerne wissen, falls Sie das wissen, wie der aktuelle Stand ist von Nichtregierungsorganisationen, die noch zwischen Italien und Libyen auf dem Meer unterwegs sind, um Flüchtlinge zu retten. Gibt es da noch Organisationen, die Sie nennen können? Ja, im Moment sieht es ja etwas düster aus. Im Moment mediterran. Ja. Ja, also zur Zeit gibt es nur ein Schiff unterwegs. Jetzt im Gegensatz zu der Zeit, über die wir reden, wo wir operativ im Einsatz waren, waren wir 12 bis 14 Schiffe. Davon jetzt eins und dies auch wirklich nur mal für ein paar Tage und dann wieder für 2-3 Wochen nicht. Okay. Wie heißt das? Die noch wirklich fast regelmäßig aktiv im Such- und Rettungsgebiet unterwegs sind. Sea-Watch mit der Moonbird, die natürlich mit einem Aufklärungsflugzeug dokumentieren und auch Rettung initiieren können, aber nicht selber retten können. Und die Tage, wo die nicht da sind und diese immense Weite dieses Einsatzgebiets lässt einem nur vermuten, oder wir sind uns sehr sicher, dass sehr, sehr viele Boote einfach ungesehen, unbemerkt verschwinden oder von der libyschen Küstenwache, von der sogenannten, nach Libyen wieder zurückgeschleppt werden. Ich habe jetzt gerade nicht verstanden, welches Boot, wie heißt das Boot? Das Boot ist jetzt die Mediterranea. Das Schiff heißt Marionio und wird von der Organisation Mediterranea betrieben. Und genau, also es gibt noch weitere Schiffe, wobei man dazu sagen muss, dass die alle mehr oder minder blockiert werden, was vielleicht auch nochmal deutlich macht, dass es eben hier so ist, dass alle Seenotretter letztendlich ein Stück weit betrifft, die Juventa Crew also da nichts irgendwie falsch gemacht hat speziell, sondern dass es da eine politische Strategie gibt, Seenotrettung zu verhindern. Es gibt Schiffe, die werden vom spanischen Staat festgehalten, es gibt Schiffe, die werden jetzt von den Niederlanden festgehalten, es gibt am Dienstag auch ein Gerichtsurteil darüber, ob Sea-Watch 3 wieder fahren darf, also es ist schon ein bisschen System dahinter. Genau, also es ist definitiv nicht eine italienische Sache, es ist eine europaweite Repressionswelle, die da gerade greift. Eben was er gerade gesagt hat, die Sea-Watch 3 wird von den Niederlanden blockiert, es werden Schiffe von der spanischen Regierung blockiert, die Mare Liberum hat gerade Auslaufverbot bekommen von der deutschen Regierung, also es ist ein europaweiter Feldzug gegen die Solidarität gerade. Vielleicht noch, um am Beispiel der Mare Liberum aktuell wirklich den unwitzigen Schwachsinn aufzuzeigen, es ist ein winzig kleines Schiff, was mit einem Frachtschiff gleichgesetzt wird, um sie festzusetzen. Ich möchte euch nochmal, da ich ja auch in Süditalien lebe, wirklich danken, auch dir Nicola, dass du diesen Fall übernimmst. Ich freue mich riesig mit euch, dass ihr diesen Preis gewonnen habt.
das ist irgendwie ein Signal in die richtige Richtung. Genauso freut es mich, da ihr ja nicht 10.000 Euro im Monat verdient, da wirklich mal 50.000 Schweizer Franken hinterstehen. Also die Sea-Watch 1 war das erste Schiff, was runterkam, nachdem Mare Nostrum geschlossen wurde, schon damals, weil Europa nicht mit draufgegangen ist. Ich lag mir zum Teil mit der Küstenwache heulend in den Armen. Was geht jetzt hier ab? Also heulend vor Erleichterung, vor Freude. Weil es hing wieder an den Fischern, aus ihren Fischernetzen tot zu bergen. Und diese Fischer waren einem Verbot unterlegen, darüber überhaupt nur zu reden. Wenn sie es meldeten, schmeißt wieder rein. Sie durften nicht drüber reden. Brr. Und als ihr kamt, ich werde nie in der Zeitung, ich glaube es war die Taz, Christian, stimmt das, eine Doppelseite über euer Projekt Jugend rettet. Jakob wurde damals interviewt. Ich saß heulend auf meinem Sofa und dachte so, jetzt gehen auch noch Kinder in diese Mission. Sorry, ja, seid ihr doch etwas älter gewesen. Aber Jakob in seinem Interview klar, gerade Abitur gemacht, Boot gekauft, runtergefahren. Ihr seid unten warmherzig und mit offenen Armen auch von den Offiziellen empfangen worden. Dieser Umschwung, es gibt auch in Italien noch ein zivilgesellschaftliches, unglaubliches Engagement, was ich hier in Deutschland super vermisse. Ich denke schon, dass das politisch ist, warum auch immer. Ich habe immer noch die Hoffnung, sorry, dass es nicht zu einer Anklage kommt oder dass sie bitte morgen denn stattfindet. Ich komme gerade aus Riace zurück. Liebe Grüße aus Riace. Dort ist ja nun ein Bürgermeister dann verhaftet worden, jetzt aus seinem Dorf geschmissen worden. Ein Dorf, was Solidarität gelebt hat, genauso wie ihr, was komplett zerstört wurde. Und Italien ist noch aktiv, also die Zivilgesellschaft. Und ich hoffe für euch, dass diese Prozesse also wirklich darlegen, wie aberwitzig, irrwitzig dieser ganze Schwachsinn ist. Und das wünsche ich euch. Und ich wünsche euch, dass ihr am Freitag richtig feiert. Können Sie bitte noch einen Satz zu der Stiftung sagen? Also ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut, was sie so fördert, was sie macht, aber vielleicht hilft das. Ja, also die Paul Brünner Stiftung ist ins Leben gerufen worden von der Familie von Paul Brünner, der posthum dann rehabilitiert wurde. Wer war der Paul Brünner? Der Paul Brünner war ein Kantonspolizist, ein Polizeikommandant der Grenzpolizei in St. Gallen, der in den Jahren 38 und 39, sozusagen nach der Annexion Österreichs, nachdem sozusagen viele Leute aus Österreich in die Schweiz flüchten wollten, die Schweiz die Grenze dicht gemacht hat und er aber auch noch andere, aber er ganz vorne und dabei mehrere hundert jüdische, aber auch andere Flüchtlinge. 3.600 Menschen, die sichere Einreise nach in die Schweiz und somit das Entkommen von Tod und Konzentrationslager gesichert hat. Er wurde dann verurteilt, er wurde entlassen, er ist vereinsamt und verarmt, dann gestorben, hat nie wieder eine Anstellung gefunden. Nach seinem Tod hat ein Journalist mit der Familie zusammen diese Geschichte nochmal aufgerollt, nochmal einen Prozess geführt, einen richtigen Prozess vor Gericht. Er wurde dann rehabilitiert, es gab eine Zahlung, eine sehr hohe Zahlung, Rehabilitationszahlung, und da von diesem Geld ist die Stiftung gegründet worden. Und diese Stiftung verleiht alle zwei Jahre diesen Preis und finanziert aber auch sonst Aktionen und Initiativen, die dem Geist von Paul Brünner folgen. Und vielleicht in einem Satz zusammengefasst, die eigene Sicherheit, die eigene auch juristische Sicherheit, aber auch die körperliche Unversehrtheit aufs Spiel zu setzen, um anderen Menschen zu helfen, sich selber in Gefahr bringen, um eine Gefahr von anderen abzuwenden. Das ist so der Geist.
Darf ich dazu noch was sagen als Anwalt? Karl Grüninger, der ist rehabilitiert worden, weil er damals Gesetze gebrochen hat. Er hat die Schweizer Gesetze für Immigration nicht befolgt. Das ist aber in unserem Fall nicht so. Weil wir haben die Gesetze nicht gebrochen. Wir haben die Gesetze befolgt. Weil Rettung von Leuten in Seenot ist nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht. Ja. Das ist in den Abkommen so, steht in den Abkommen so, nicht nur in unserem Gewissen, sondern die 10 stehen unter Ermittlungen, weil sie genau das gemacht haben, was die internationalen Abkommen sagen. Ich sehe jemanden in Seenot, muss den mitnehmen. Ich kann da nicht selbst entscheiden, was möchte ich jetzt gerne machen, ja oder nein. Es war nicht so wie Paul Grüniger, dem haben sie gesagt, lass die Juden und die Flüchtlinge nicht rein, und der hat das trotzdem gemacht. In unserem Falle haben die genau das gemacht, was die Abkommen vorschreiben. Und zwar, sie mussten helfen. Ihr wisst, damit haben sie auch zum Beispiel den Frachtern Arbeit abgenommen. Die haben ökonomische Ausfälle, logistische Probleme, weil ein Frachter denkt, ein Öltanker, der sieht dieses Boot in Seenot und muss da stehen bleiben. Er kann nicht sagen, nein, ich will ja, ich muss da weiterfahren. Und da gab es jetzt diese NGOs, diese 10, 12 NGOs haben gesagt, okay, wir übernehmen das, wir versuchen das zu strukturieren. Deshalb war die Zusammenarbeit mit der italienischen Küstenwache am Anfang so gut, weil die Küstenwache hatte ja selbst die Mittel nicht, um dieser internationalen Pflicht nachzukommen. Die NGOs haben diese Rolle übernommen. Und auf einmal kam es, sie waren nicht nur willkommene Gäste, sondern sie haben Meetings mitgemacht, sie haben das abgesprochen in Rom. Es wurde, und auf einmal wurde es dann, ja, kriminalisiert, zuerst von der öffentlichen Meinung, jetzt auch von den Staatsanwälten. Mein Name ist Frank Lenz, ich bin privat hier, also ich bin privater Unterstützer, nicht von der Presse oder so. Ich habe damals 2016 auf der Werft in Emden mitgeholfen, das Boot umzubauen. Das war mein Beitrag damals. Und ich habe seitdem die ganze Geschichte auch natürlich verfolgt und mitgefiebert und miterlebt. Was ich mich jetzt frage in der jetzigen Situation, wo die Crew unter Anklage steht und wo die ganze öffentliche Meinung in Italien zum Beispiel auf die Art und Weise, wie der Herr Anwalt das beschrieben hat, so umgeschwenkt ist. Das war ja damals anders. Es gab ja eine große, die öffentliche Meinung war ja in Deutschland, in Europa eigentlich sehr für Flüchtlingsrettung, und die Leute wurden am Bahnhof beklatscht und so weiter. Das hat sich ja komplett umgedreht. Es gab ja damals auch viel Unterstützung aus der Prominenz. Also ich erinnere mich an Clips von Jan-Josef Liefers, der explizit Jugend rettet, dafür geworben hat. Es gab Unterstützung in Emden auf der Werft von VW. VW hat da ein großes Werk, die haben die komplette Azubi-Mannschaft rübergeschickt und haben denen gesagt, malt mal das Schiff an. Ja, dann hatten wir da 25 Leute, die gepinselt haben, also von VW. Alles gesponsert. Ärzte ohne Grenzen hat das gleiche Einsatzgebiet gehabt. Ich erinnere an, wie heißen die aus England? Save the Children, wo es heißt ja, die euch sehr geholfen haben. Ich frage mich, wo sind jetzt diese prominenten Namen und Organisationen? Gibt es da jetzt auch eine Solidarität unter denen zu euch? Weil man hört davon irgendwie wenig oder ist gar nichts. Das wäre. Ja, dann ganz kurz anschließen. Ich habe mitgekriegt, dass die Küstenwache und hohe Offiziere auch der italienischen Küstenwache sich sehr öffentlich gegen diesen Prozess, gegen das Vorgehen der SAV ausgesprochen haben. Also da ist ja offensichtlich sogar von unerwarteter Stelle Solidarität gekommen. Vielleicht können wir darauf auch eingehen. Ja, also hat sich was geändert, auf jeden Fall in der in dem Narrativ, was uns gesponnen wurde. Und das war so negativ und es war so ein giftiges Narrativ, dass es wirklich viele Menschen zum Zweifeln gebracht hat. Die Beschlagnahme war wirklich ein sehr gut geführter Medien, also auch medialer Angriff, politisch medialer Angriff.
Und der wirkt bis heute noch. Aber dagegen gibt es auch Widerstand. Und es gibt viele, viele tausende Menschen auf den Straßen. Es gibt Leute, die uns mit Spenden unterstützen. Es gibt Leute, die auch von der Prominenz, die sagen, sie finden das nicht in Ordnung, sie finden das scheiße, sie wollen gerne, dass es aufhört und sie wollen uns unterstützen. Das ist immer noch so, es ist weniger geworden. Und klar, gegen so ein toxisches Narrativ anzureden, ist immer schwieriger, als sozusagen auf so einer positiven Welle mitzuleben. Und mit dieser Kampagne und damit, dass wir uns öffentlich zeigen, dass wir mit unserem Namen und unseren Gesichtern stehen, wollen wir diese Menschen auch wieder dazu animieren und auch so ein bisschen wieder dahin treiben, auch ein bisschen zu sagen, jetzt müsst ihr euch entscheiden, auf welcher Seite wollt ihr stehen. Und wir hoffen, dass das fruchtet und dass viele, viele Menschen durch unsere Kampagne, aber auch natürlich durch all die anderen Aktionen der anderen NGOs sich wieder bemüßigt fühlen mitzumachen. Weil das brauchen wir. Denn dieser Prozess, wir werden ihn nicht nur im Gerichtssaal gewinnen können, wir müssen ihn auch außerhalb des Gerichtssaals führen und gewinnen. Vielleicht da noch viel, viel wichtiger als im Gerichtssaal. Zur Küstenwache selbst, das stimmt. Die Küstenwache weiß ja, was dann wirklich auf See passiert. Und ist ja an der Politik nicht so interessiert. Und es gab erhebliche Probleme. Insbesondere damals von dieser Vigiotti-Geschichte. Ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben. Ja, also da war die italienische Küstenwache, da war das Schiff von der italienischen Küstenwache im Hafen beschlagnahmt. Also, aber durch Facebook-Eingaben. Also, weil es hat sich dann herausgestellt, es gab keine formellen Anweisungen und der Kommandant von dieser Vigiotti hat auf einmal selbst auf Facebook geschrieben, sagt mir, was ich machen muss, weil ich kann nicht durch Facebook Anweisungen bekommen. Ich brauche meine Befehle und zwar in der Form, wie das vorgeschrieben ist. Und die haben sich dann mehrfach, Offiziere haben sich gegen diese Art von Kriminalisierung der Seenotrettung ausgesprochen, weil sie natürlich wissen, was die Juventa gemacht hat, das hätten sie machen sollen, müssen. Und sie sagen, auf See ist das eben so, wenn einer in Distress ist, also in Seenot ist, dann müssen wir einschreiten. Danach kann man sich überlegen, weil natürlich aus der Sicht des italienischen Gesetzgebers muss dann geprüft werden, ja, ob Recht auf Asyl besteht, ja oder nein, ob Recht auf Aufenthaltsgenehmigung besteht, ja oder nein, aber das Menschenleben muss sich inzwischen retten. Und das ist der italienischen Küstenwache auch klar. Ihr wisst, es gibt eine große Debatte um diesen sogenannten Pull-Faktor. Italien, da wird debattiert, okay, war jetzt die Tatsache, dass mehrere NGOs im Mittelmeer gewartet haben, war das ein Pull-Faktor für die Emigration? Und die besten Antworten kommen da von den hohen Offizieren der italienischen Küstenwache, die wurden im italienischen Parlament angehört und die haben offiziell diesen Pull-Faktor dementiert. Unsere Zeugen werden natürlich, falls es zu einem Prozess kommt, auch diese hohen Offiziere sein, die das dem Richter erklären. Dass man sich politisch vielleicht über einen Push-Faktor unterhalten sollte, mehr als über einen Pull-Faktor, aber dass dieser Pull-Faktor, dass es den überhaupt nicht gibt, ja, und das, wie gesagt, der Kommandant der italienischen Küstenwache vor dem italienischen Parlament. Naja, und was dieser Prozess ja jetzt schon bewirkt, ist, dass wir sitzen jetzt hier und reden darüber, ob wir kriminell sind oder nicht, anstatt darüber zu reden, was eigentlich kriminell ist, nämlich dass Menschen sich in Lebensgefahr begeben müssen, um ihr Recht in Anspruch zu nehmen, Asyl zu beantragen in Europa. Und sozusagen, es lenkt halt ab von dem, worum es eigentlich geht, dass hunderttausende Menschen in Lebensgefahr sind und in Lagern in Libyen sind. Und das sind die Menschen, denen eigentlich geholfen werden muss und wo der eigentliche Rechtsbruch stattfindet gerade, ne? Nicht wir. Vielleicht ganz kurz noch zu dieser Beziehung zu der Küstenwache. Mit der ersten Mission, also sagen wir mal bis zum Frühjahr 2017, hatten wir wirklich eine sehr kollegiale Zusammenarbeit mit denen. Und die Kollegen auf dem Wasser von der Küstenwache haben uns eigentlich nach jeder Rettung quasi auf die Schulter geklopft. Die haben sich unser Schiff angeguckt, die sind da durchgegangen, haben sich die Haare gerauft. Es ist ja verrückt, mit wie wenig Mitteln ihr so viel schafft. Und toll, dass ihr da seid und wann seid ihr wieder da. Und wenn ihr irgendein Problem habt, ruft uns sofort an. Selbst bei der Beschlagnahme, der Chef der Küstenwache von Lampedusa, der stand da und hatte fast Tränen in den Augen, weil er meinte, ey Leute, ich weiß nicht, was hier passiert.
es tut mir total leid, ich weiß, was ihr tut auf dem Wasser und dass wir euch brauchen und das und was hier gerade mit euch passiert ist, ist echt nicht okay. Und da waren aber so, okay, das sind halt die Gefühle von mir. Also, kann ich nur bestätigen aus meinen eigenen Erfahrungen. Und gerade auch die Geschichte, die Darisch erzählt hat, sie war Einsatzleiter an dem Tag und ja, derjenige, der uns da 8 Stunden verhört hat, der hat wirklich, dem hat echt leid getan, weil er dachte, ey, ich sehe ja auf meinem Computer, wie viele Seenotfälle jetzt gerade auflaufen und ihr seid hier, ihr müsstet eigentlich da sein. So wie jetzt auch. So wie jetzt auch. Ich würde gerne noch eine Frage an Zoe stellen. Kannst du vielleicht einfach nochmal sagen, ja, was für dich bedeutet, jetzt diesen Preis zu bekommen? Wie war es für dich, dass letztes Jahr die Seebrücke losgegangen ist und all solche Sachen? Ich meine, es gibt ja eben die Solidarität, die ihr auf dem Meer gezeigt habt, aber dann gibt es eben auch die Solidarität, die vielleicht von der Bevölkerung kommen kann. Was würdest du dir sagen? Ja, ich muss sagen, dass ich vor ein paar Jahren eben, wie er vorhin auch schon gesagt hat, dass ich hätte mir nie irgendwie vorstellen können, dass da Menschen irgendwie ertrunken gelassen werden, weil ich kenne auch die Geschichten von meiner Oma und von meinem Opa, wie eben das früher war, dass halt einfach so viele Menschen gestorben sind bzw. umgebracht worden sind. Und deswegen war für mich auch sofort klar, dass ich da eben raus war, um zu helfen, weil ich da eben ja irgendwie meinen Teil dazu beitragen kann, zu der Gesellschaft, in der ich leben will. Und eben, dass wir jetzt darüber diskutieren, ob überhaupt Menschen gerettet werden, das hätte ich einfach nie gedacht. Und deswegen ja, sehe ich eben auch mit Sorge in die Zukunft, wie Europa halt seinen Kurs irgendwie weiter bestimmt und setzt da eben auch auf die Menschen, die halt eben uns unterstützen und einfach die ja, Europa so bilden, wie wir wollen, dass es Europa ist. Vielen Dank. Also die Crewmitglieder und auch der Anwalt stehen noch für Interviews zur Verfügung jetzt. Gut. Was?